Okay, das ist gut. Langsam. Na, das Millimeterarbeit. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Hier fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Licht. Das ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Gut, dann mal los. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Huh? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Aha. Ja. Das weiß ich noch. Müssen wir jetzt kämpfen, oder was? Mann, ich wollte eine Aufnahmepause machen. Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Gebäude! Boom. Jawohl. Gleich hier. Wo denn jetzt? Oh. Was? Achso, nix. Nix Besonderes. So, wir haben jetzt Panzerbrechung drin. Das heißt, der müsste jetzt hier eigentlich fett kassieren. Hat er kassiert? Okay, vorrücken, vorrücken. Ach, nur ein Ziegelstein. Ich dachte, ich habe schon gehofft, es wäre Munition oder so. Ach, wieder nur ein Ziegelstein. Ah! Jawohl, das werde ich mitnehmen. Das auch. Alter, was ruckelten die Playstation jetzt so? Ist irgendwie Schmutz auf die CD gekommen, oder was?
Und das kann ich es mir nicht erklären. So, Jungs, ich komme. Wo ist der Feind? Warte, Tommy, ich komm. So. Könnt ihr etwas sehen? War knapp. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Nein, keine Chance. Schaltpläne des Kraftwerks. Maria, oh verdammt. Okay. Wohin? Oh. Oh, ja, so eine Axt, ne? Die nehme ich natürlich gern. Hä? Ja, mit der Schrotflinte, genau. Bums. Oh, scheiße, keine Muni mit, keine Munition. Bogen. Scheiße. Okay, versuchen wir es mal mit ein bisschen Ablenkung. Wo bist du, Miss Cal? Was war das? Bums, Junge. Bums. Wir haben alle erledigt. Wir müssen zu den Frauen. Ich bin schon da. Jo, ich bin da. Oh. Ja, das ist aber eine gute Ausgangsposition. Ey, der hat eine Schrotflinte. Warum kann ich den denn die Schrotflinte nicht wegnehmen? Ach du kleiner Scheißer da hinten. Da, tschüss. Alter, der ist geflogen. Okay. Das war verdammt knapp. Coole Sache. Gut gelaufen. Bist du okay? Puh. Ja, ja, alles klar, alles klar. Joe! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Puh. Ging ja nochmal alles gut. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll.
kein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Okay. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Oh, toll. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Seid vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Ja. Da. Ja. Da sind Spuren. Na komm. So, eigentlich wollte ich jetzt eine Aufnahmepause machen. Und wisst ihr was? Ich glaube, das werde ich auch. Aber zuerst reiten wir hier noch etwas die Straße entlang. Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Tja, jetzt ist die Ellie weg. Wir wissen nicht wohin. Aber weit kann sie ja nicht sein. Wie ist sie denn eigentlich weggekommen? Das hätte doch auffallen müssen. Ja, wahrscheinlich ist es aufgefallen, weil sie ja alarmiert wurden. Tja, und ich sitze jetzt hier schon wieder seit 3 Stunden rum und nehme The Last of Us auf. Ich kann es einfach nicht lassen, aber das Spiel macht einfach so extrem Laune. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das hier werde ich dann erst in der nächsten Aufnahme erfahren. Ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Los, komm. Ja, ich komme gleich. Und ja, ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare. Hinterlasst ein Abo, um keine Folge zu verpassen, wenn euch mein Let's Play gefällt. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ciao Freunde, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Last of Us by The KKF The Gamer. Ich verabschiede mich, tschüss Freunde. Ellie, was soll das denn bloß?